so einen komischen Blick nach außen. So, Nasenrücken. Ja, ist doch eigentlich eine hübsche weibliche Nase. So ist ganz gut. Ups. Nasengröße? Ja, die ist schon alt irgendwie. Ja, im Spiel achtet man dann sowieso nicht mehr so darauf. Die Nasenhöhe. Ach nee, lass mal so, das war ganz gut. Dann haben wir Wangen, Wangen, Wangen. Humba, humba, ist schon gut. Ja, wir kommen jetzt wieder runter hier. Mundbreite. Übungsheft. Oh, naja, schon gut. Abstand, Mund, Nase. Mach es all hübsch. Jaw Position. Was immer das ist. Ah. Jochbeiner. Oder sowas. Ja, so hier. Kieferbreite. Das ist doch hübsch. Kinn nach vorne. Hui. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Macht sich eigentlich nur da jetzt so bemerkbar. Ne? Ist egal, kann in der Mitte bleiben. Die Kinnform war doch eigentlich auch hübsch. Kinngröße. Aha. Alles kannst du machen, nur beim Mund kannst du nur die Breite bestimmen oder so. Ist so ein komischer Mund. Ja, okay. Haut. Ach nö. Oh. Upsala. So. Ist schon ganz gut, so die Haut. Und die Haare. Oh, wir können auch unterschiedliche Frisuren kriegen. Das ist Modell Biolehrerin. Ist so ein bisschen ganz durch den Wind. Oh, was ist das denn? Oh Gott! Warte, da war noch eins zwischen. Das ist mir jetzt. Oh, warte mal, was war das denn eben? Ach, Glatze gibt's auch. Ach nee. Wie sieht das denn hier aus? Das ist doch irgendwie vielleicht ganz witzig. Was ist das hier? Ach. Hildrun. Ja, okay. Fertig. Alter. Ach, Alter. Kann man auch noch machen. Guck mal her. Oh. Ach Gott, ist ja herzallerliebst hier. Ist ja echt derbe, ne? Ja, komm mal, die muss jetzt schon so ein bisschen, na, so alt ja noch nicht. So, sie muss aussehen wie 55. So. 55. Und dann hast du schwarze Haarfarbe in den Finger gekriegt. Supi. Ja. Jo, fertig. So, jetzt kommen wir endlich in Kaldaria an, einem Land zerrissen von Machtkampf zwischen rivalisierenden Königreichen, einem Paradies für Ritter und Söldner, Schurken und Abenteuer, alle auf der Suche nach Reichtum, Macht oder Ruhm. In diesem Land großer Gefahren und größerer Gelegenheiten werdet ihr eure Vergangenheit hinter euch lassen und ein neues Leben beginnen. In diesem Moment auf einer Anhöhe über einem Fernübungsplatz habt ihr das Gefühl, den Schlüssel zu eurem Schicksal in euren Händen zu halten, freie Entscheidungen treffen zu können und das großartige Abenteuer auf euch warten, ganz gleich, welchen Weg ihr einschlagt. Weiter. Hüdeldi-düdeldi. Übungsplatz. Pausiert. Wieso habe ich auf.
Ihr werdet nun die Weltkarte, Linksklick auf die Karte. Ihr seht nun die Weltkarte. Linksklick auf die Karte, um euren Trupp zur angeklickten Stelle zu bewegen. Die ausgewählte Stadt betreten zu lassen oder den ausgewählten Trupp zu verfolgen. Die Zeit pausiert auf der Weltkarte, wenn euer Trupp nicht marschiert, wartet oder Rast macht. Um an einer Stelle zu warten, drückt und haltet die Leertaste. Upsala. Ach Gottchen, ich soll aber doch nach diesem lauter Burgen Quest. Klickt auf einen Link, um die Anmerkungen zu sehen. Ja, ist ganz toll. Aber so, ich stehe auf dem Übungsplatz und meine, ich hätte das ganze Leben vor mir. Jetzt wendet sich mein Blatt. Da ist die Burg Gurin und so weiter. Komm, Hotte fährt. Was jetzt richtig geil ist, hier kann man mit Plünderer patrouillieren. Geschwindigkeit. Truppenplünderer 8. Dein Geld oder dein Leben, Mädel. Keine falsche Bewegung, oder wir machen dich nieder. Das war doch nur einer. Wir. Drück die linke Maustaste, um fortzufahren. Ich fürchte euch nicht. Stellt euch zum Kampf, wenn ihr es wagt. Ja. Greift den Feind an. Weiterziehen. Natürlich greife ich den an. Also. Absitzen. Kämpfen vom Pferd ist doof. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo mein Feind geblieben ist. Dümmelfeind. Oh, ich hab'n. Wo ist er denn? Hier ist ja keiner zum Angreifen. Ja, wie doof ist denn das? Ich habe gesagt, ich will den angreifen und dann plötzlich stehe ich da in der Walachei mit der Kiste, die offensichtlich meine ist. Komm her, gut aussehen tust du ja. So, und jetzt? Kommen wir jetzt wieder in die Map zurück? Nee. Ist ja schon extrem eigenwillig. Oh nee, nicht Schwert, nicht Schwert. Nicht Schwert. Stopp. Brr. Stehen bleiben, du blöder Gaul. Bleib stehen. Pferd erlitt 2 Schaden. Oh, ich sehe sie. Absitzen, absitzen. Runter vom Pferd. Die hauen dir sonst. Das arme Pferd, das kann doch schon nicht laufen und ja nichts. Genau, mach sie platt, alle. Immer um dich pieken. Pieken, schlagen, stoßen und alle. Oh, kann jetzt sein, dass die in der Überzahl waren? Ey, auf dem Bild war nur einer zu sehen. Das war jetzt wieder voll. Ich habe gedacht, den einen, den machen wir mal eben platt. 21 Dinare verloren. Ich habe noch nicht mal 21 eingenommen. Ach, du liebe Lieschen. Was rennen die denn jetzt alle rum, wie bescheuert? Nach leidvollen Tagen der Verschleppung. Bietet ihr euch eine Gelegenheit und ihr flieht vor euren Peinigern? Hallo? Wer hat mich verschleppt? Nö, die will ich nicht. Nein.
Weg hier, weg hier. Oh. Linke Maustaste. Ich greife den Feind wieder an. Wo kommen wir denn da hin? Jetzt bin ich geflohen und da sind die schon wieder, die Dumpfbären. Warte mal, absitzen war so. Weil auf dem Pferd kann ich überhaupt nichts machen. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Arschgeigen? Vielleicht sind da denen ja auch entkommen. Wenn ich jetzt wieder zurücklaufe und auf mein Pferd steige, kommen sie alle wieder. Jede Wette. Und schießen sie mir schon mal auf dem Pferd in den Hintern, so wie eben. Schindmeere ist noch da. Schindy wartet auf mich, aber... Pass mal auf, wenn ich jetzt wieder aufsteige, kommen die wieder. Reitpferd Holzkreuz. Wieso heißt das Holzkreuz? Das kann ja nicht sein. Okay. Aufsitzen. Reite! Oh, reite einfach, reite. Gib dem Ding da Butter. Ja, scheiß Baum, ist egal. Reite. Reiten, reiten, reiten. Vielleicht entkommen wir den ja. Kann man auch schneller reiten? Also ich meine, ich reite eh immer nur geradeaus, weil ich anders nicht kann. Jetzt reiten wir mal um die Ecke. Harte Rechtskurve. Nein, halt. Jetzt habe ich gesehen, da hinten wäre ja vielleicht ganz interessant. Noch ein bisschen so. Immer geradeaus, Shindy. Nicht aufgeben. Halte durch, mein kleiner Ackergaul. Ja. Überstürzt nichts. Bleib ruhig. Gefecht verlassen. Jo. Einverstanden. Ich habe das Gefecht verlassen. Okay. Und jetzt können wir nicht weiter. Weil wir das Gefecht verlassen haben. Oh, Kinder, ist doch Grütze. Ist doch voll... Von wegen intelligentes Spiel. Man muss irgendwie selber intelligent sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich könnte hier noch was lernen. Da kann ich nämlich nicht weiter, weil ich das Gefecht verlassen habe. Das heißt, ich muss mich denen jetzt wieder stellen, damit die mich wieder tothauen können. Ja, wie... Hallo? Wo ist denn da jetzt die Intelligenz? Also bei mir nicht. Da kommen die jetzt alle an ihr Rand. Ah, komm her. Nee, 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 komm. Sitz. Bleib stehen. Du kannst doch jetzt nicht in die Reihen reiten. Du sollst stehen bleiben. Und jetzt sitzt du ganz schnell ab. So, und jetzt aber. Hallo? Vom Pferd weglocken. Halt. Warum hast du keine Waffe in der Hand? Warum hast du keine Waffe in der Hand? Hier, genau jetzt. Drauf. Immer drauf. Drauf. Feste. Feste. Hau drauf. Hau drauf. Ja, im... Ja, toll, freut euch, ihr blöden Armleuchter, ihr. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen zu spielen und finde das Spiel schon frustrierend. Ich habe auch noch zwei andere tolle Spiele. Das eine lässt sich nicht aufnehmen. Und dann habe ich noch eins, das ist irgendwie auch ein ganz tolles Spiel. Limbo. Das, glaube ich, spiele ich lieber, weil das hier ist jetzt nicht für mich richtig gemacht. Autospeichern. Spiel erfolgreiche Speicher. Da ist ja wenigstens ein Erfolg. Verlorener Gegenstand. Räucherfisch. Ja. Nach leidvollen Tagen der Verschleppung bietet sich euch eine Gelegenheit und ihr flieht vor euren Peinigern. Nö. Bestimmt nicht nochmal. Lass mich doch hier nicht verarschen, ey. Ich hau immer ab mit meinem doofen Ackergaul und die verfolgen mich und dann will ich da weiter wegreiten und dann heißt es, kann ich nicht, weil ich muss da stehen bleiben, damit die mich verdröschen können. Nö, tschüss Leute, tolles Spiel. Ja, da habt ihr euch bestimmt was bei gedacht, aber ohne mich. So, also soweit ihr sehen, war das jetzt schon mal wieder ganz lustig. Ich habe euch das tolle Spiel Mount & Blade vorgestellt in einem wirklich sehr ausführlichen Trash-LP. Und das ist, nö. Nächste Trash-LP wird dann Limbo gespielt. Aber das hier nicht nochmal. Nö. Also ich hab's probiert. Aber so nicht. Nö.
Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Ah,